Willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. In der heutigen Folge wollen wir mal nicht am Restaurant rumbasteln, wobei ich euch zeige, wie weit das der Fortschritt ist, den ich jetzt schon gemacht habe. Ich habe jetzt schon mal angefangen, den Rand komplett fertig zu machen. Und ich habe schon mal angefangen, den ersten Bereich vom Dach reinzuziehen. Marble ist mir jetzt momentan auch ein wenig ausgegangen. Das heißt, da müssen wir auch noch wegen was suchen. Das wird aber eins meiner nächsten Sachen werden. Ja, wir brauchen jetzt dann einigermaßen Glas. Ich muss mir noch überlegen, was man da als Konterstein mit reinbaut. So, dann hatte ich hier Schwein wie die Sau. Also ganz ehrlich. So viel Glück habe ich meistens nicht. Weil ich habe einfach nur die zwei Leporin, was wir hatten, und das waren nur zwei Drohnen, gecraftet mit einer normalen Meadow. Ja, Meadow war es, die rote. Hatte dann da Glück, dass ich dann auch in die Queen schon, oder beziehungsweise halt dann in die nächste Leporin drin hatte. Beim zweiten Durchgang habe ich dann eine reine Drohne bekommen. Die hat zwar noch unterschiedliche Werte hier unten. Dann habe ich noch zwei Versuche gebraucht, bis die durch war. Also wenn man sich jetzt ansieht, das ist die siebte Generation. So, was haben wir hier? Short and normal, slowest, 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 slower. Dann Lifespans, shorter, normal. Shorter, normal, okay. Heißt es jetzt, die zwei kommen nochmal rein. Und, oh, wir haben unseren ersten Silky kommen. Das ist sehr gut. Einen brauchen wir für eventuell den größeren. So, aber in der heutigen Folge wollen wir etwas, an den Quests weitermachen. Ich bin auch gerade dabei, Poly herzustellen, weil wir hatten, falsche Taste, wir haben hier eine Quest, wo man 41 Molten Polyethylen braucht. Ja, der, wo nicht lesen kann, also ich, hat natürlich hier reingehauen wie ein Kranker. Man sieht es auch, ich habe noch 9000 Millibuckets Molten Polyethylen da oben drin. Ja. Und in der Quest steht ja eindeutig, ne, du brauchst 144 Liter. Ja, hat Drake gemeint, er muss den Tank voll machen. Ja, dann habe ich jetzt hier schon mal 47 Stück drin. Ups. Hab die Quest fertig und hab gerade gesehen, ich habe Schaden bekommen. Ich schätze mal, der mag das nicht, dass ich da warmes Polyethylen einstecken habe. Ich vermute, ich brauche dafür einen Gummianzug, dass ich da keinen Schaden nehme. So, aber die Quest haben wir erledigt. Das heißt jetzt, Hydrogenzellen und Chlorinzellen. Einen can be made by making hydrochloric acid out of Hydrogen und Chlorin. Then combine this with some iron dust to make iron chloride. You can each other board with it. Okay. Das wird auf jeden Fall auch noch kommen. Was haben wir dann hier? Sodium Bisulfat Dust. Das habe ich schon. Das ist das wenigste Problem. Ich brauche noch zwei Salz. Salz, 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 Salz. Salz, Salz. Ich habe noch genau zwei. Das ist super. Genauso viel brauche ich. So, dann brauche ich zwei Zellen Sulfuric Acid. Ja, ganz, ganz großes Kino. Danke, danke, danke. Ich muss jetzt die Scheiße da rausziehen, weil ich sie als Zelle brauche. Na, ich bin ja begeistert. Ja, okay. Macht aber teilweise nichts. Weil
Für den anderen Weg brauche ich es ja auch. So, dann gehen wir mal hier rein. Also dann kann ich das mit der Pistole rausziehen. Ja, okay, aber wie will es denn anders machen? So, mal ver schön. Ich habe da oben Salz. Okay. Salz da hinten ist sowieso dann für einen Ärmel. Das da reinkört. Danke. Jetzt brauche ich eine Sodium-Persulfat-Zelle. Wieder begeistert. Ich brauche noch mal meine. Ein. Wieder zwei Zellen. Ja, okay. Irgendwann wird er das sowieso alles, wenn ich dann vor allem das Chemiewerk anfange, wird er das alles dann sowieso mit drin sein. So, das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal das auch abgearbeitet. Das ist ja auch eine Hauptquest. So, ich brauche 32 Silikon-Ingots. Na, das ist süß. 32 Sekunden. Das längste, glaube ich, was am Silikon dauert, ist es finden, oder? Da habe ich noch gar kein Silikon-Ingot gemacht. Ha! Habe ich noch gar nicht gemacht. Bin ja erst eine Nase. Blast Furnace. Kann ich Silikon Dust machen? Moment. Kann ich das eigentlich auch flüssig machen? Molten Silicon? Ein Kenner, der das rausgenommen. Weil er sonst den EBF umgeht. Habe zwar Silikon wie Sau da, aber ich bin halt nie auf die glorreiche Idee gekommen, den auch mal durchzujagen. Using Silikondioxid und Carbon Dust, you can get an ingot in 12 seconds. Nochmal. Ja, aber da brauche ich noch Carbonmonoxid. Carbonmonoxid brauche ich aus Woodgas, das habe ich noch nicht. Ich brauche Circuits 1 dafür, oder? Ich habe hier gesehen, dass da noch Circuits drin liegen. Dann gehe ich mal mein Täschchen. Lass dich rein. Circuit 1. Wieder zurück in mein Täschchen. Oh, nee, Circuit 11. Wollte ich schon sagen. Ich habe den einen zweiten Einser nicht gesehen. Hätte gesagt, lassen wir mal laufen. Dauert zwar jetzt länger, aber ist egal. Können wir ja andere Sachen in der Zeit machen. So, 32 Silikon-Ingots brauchen wir. Danach brauchen wir die Platten. Die kann ich hoffentlich durch einen Extruder jagen. Das dabei haben wir auch alles in der Zeit.
Aber haben wir noch irgendwelche Quests, die Sinn machen, die vielleicht jetzt zu machen? Wie es aussieht. Nein. So, was habe ich denn noch von dir? Ich brauche 16. Wie gesagt, ne, wenn wir sowieso gerade ein bisschen Zeit haben. Können wir mal rüberlaufen. Und den zweiten Motor aufstellen. Ja, das wird jetzt nämlich dann langsam wichtig, dass wir hier auch eine vernünftige Stromversorgung haben. Auch keine mehr. Ich weiß gar nicht, habe ich das euch schon gezeigt? Ich glaube schon, ne? Dass wir jetzt zwei sozusagen endlos lebende Endermänner haben, bei uns in der Schmelze wohnen. Er wollte auch gleich einziehen. So. Habe ich jetzt hier sozusagen meinen Low-Voltage Fluid Tank. Wegmachen. Wie gesagt, das treiben wir dann auch dann ein bisschen voran. So, aber das meiste zeigen wir ja euch noch. Wie gesagt, wenn ihr da Änderungen haben wollt, dass er sagt, ja, nee, das kannst du ja auch offscreen machen oder macht das mehr onscreen, einfach in die Kommentare schreiben. Wenn ich nicht weiß, was ihr wollt, muss ich davon ausgehen, dass es ich weiß. Meistens ist es falsch. So, was ich noch brauche, ich brauche jetzt auf jeden Fall, und diese Maschine will ich definitiv noch in dieser Folge bauen. Ich brauche jetzt auf jeden Fall mal das da. Jetzt muss ich mal hoffen, dass ich genügend Goldkabel habe. Ich brauche noch mal einen HV-Motor. Ich habe das da. Ich habe Elektrum-Wire, habe ich zu wenig. Verdammt. Hätte ich gesagt, lage ich das mal durch. Goldwire. Dann muss ich mal gucken, dass ich noch zwei oder am besten gleich vier habe, weil sonst muss ich da auch nochmal durch. Auch nochmal durch. Gut. So, das heißt einmal 9 Goldwire von dir kommen hier rein. Neun von dir und du kommst hier rein. Ja, und das muss ich jetzt definitiv zuerst machen, weil sonst habe ich ein Problem. So, wir haben hier Chain Boots, die hebe ich jetzt mal sicherheitshalber auf. Weil wir wollen noch demnächst mal in den Dungeon rein schnuppern, die nächste Ebene machen. Wird sowieso heiter bis lustig. So. Habe ich alles schon gegessen, ne? Ich sag, das Witzige ist ja am Anfang. Das glaube ich, habe ich jetzt auch schon 3722 Mal wiederholt, aber ich wiederhole es gerne. Am Anfang
weißt du nicht, kannst du nicht viel machen. Und irgendwann wird es so viel, dass du nicht mehr weißt, was du als erstes machen sollst. Und vor allem am Anfang dauert es ewig, bis man überhaupt was hinkriegt. Das kommt ja auch noch dazu. So. Wie gesagt, hier die Felder werden nochmal umgestaltet. Die werden ja irgendwann so ausschauen wie das da hinten. Tomaten habe ich schon draufgestellt. Da ist ja dieser gute Boden drunter, wo man, also der Garten soll, wo man kein Wasser mehr braucht. Wechselt das Zeug auch drauf. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es hier ein Greenhouse gibt, ist mir aber auch Schnuppe. Denn auch einfach welche. Also das heißt, das wird hier irgendwann mal eine riesengroße Anlage für als so als Greenhouses. Mal was zum Essen haben. Essen. Aber ich mache jetzt gleich noch was. Ich nehme das nämlich gleich mal mit. Weil das Essen ist wichtig, dass das auch hinterkommt. Weil hier vorne, ne, sind wir nicht mehr sehr erhofft. Was ich auch leider schon bedauere, dass mir hier viel zu wenig sind. Weil ich habe die schöne Mauer am Anfang gebaut und benutze jetzt fast nicht mehr. Aber ich will die auf jeden Fall noch zu Ende bauen und weiterbauen. Also das ist nicht so, dass da nichts mehr hier passieren wird. Ne? Also das könnt ihr vergessen. Aber sie ist halt irgendwann nur noch Zierde. So, habe ich hier noch irgendwo all möglichen Käse habe ich hier auch. Ich glaube, das ist das, was die Jungs sozusagen bekommen haben. Und ja, habe mal gesagt, ich muss mich da draußen jetzt mal bedienen. Also die Mietpizza, die lassen wir erstmal noch. Kann sein, dass wir die brauchen für eine Quest, aber a Gingerbread. Muss ich mal schnell was schauen. Pumpkin. Pumpkin Bread. Was brauche ich denn dafür? Teig, Pumpkin, Honey und Rolling Ding. Das ist eigentlich falsch. Eigentlich falsch. Ja, okay, aber es gibt's halt nicht, ne? Es gibt halt keine Kürbiskerne. Außer man macht Seeds. Das ist halt ein bisschen der Nachteil. Okay, ich könnte jetzt halt, man könnte jetzt sagen, okay, du musst halt einen Pumpkin zum Zerkleinern in eine Maschine schmeißen, dann kriegst du zwei Sachen raus. Aber du kriegst jetzt halt nur eine Sache raus, wenn du es ins Crafting-Feld legst. Ja, und das heißt, das, ja, wobei Kürbiskerne, ich vermute mal mit Kürbiskernen, kann man auch Kürbisse richten. Ist das eigentlich ein Kürbissamen? Meine Leib, also was heißt Leibspeise? Das stimmt nicht. Aber einer meiner Brote, die ich esse, ist Kürbiskernbrot. Und ja.
Jetzt geguckt, ob das hier halt auch geht. Weil ich finde zum Beispiel Kürbisse sind ja nicht gerade sehr actionreich hier in dem Ding. So, wir haben ja dann schon mal voll gefuttert. Schon gedacht, er ist gestorben. Bringt beide noch Haue. Okay, wir sind jetzt bei 10. Das wird noch lustig. Aber ich habe noch 16 Stainless Steel. So, wir haben jetzt schon mal 9 Kabel. So, dann kommt da nichts mehr raus. Dann kommst du rein. Dann brauche ich zweimal Poly. Leider sieht man halt von vorne nicht, ne? Ob da, wo der Ausgang ist. So, und zwar, was wollen wir denn bauen? Genau, wir wollen einen Chemical Reactor bauen. Wer sich da noch dran erinnern kann, da habe ich ja immer rumgeflucht. Aber wir brauchen dafür einen Elektromotor, wir brauchen Goldkabel, wir brauchen. Ich brauche noch Plastik-Fluid-Pipes. Normale? Okay. Das heißt, ich brauche da schon mal. Small, normal. Normal sind. Kannst dann glaube ich auch wieder einschmelzen. Wir werden es gleich wissen. Okay. Also, das heißt, wir haben schon mal das da. Wir haben das da. Wir haben das da. Dann brauchen wir noch jetzt, war das noch ein Rotor? Ja, ich brauche noch einen Stahlrotor. Dafür brauche ich noch 5 Stahl. Okay, du gehst nach unten. Und von dir brauche ich auch noch, genau. Halt. Das habe ich. Das baue ich gerade. Die habe ich schon. Also ich brauche Stainless Steel Rods. Die habe ich jetzt somit abgearbeitet. Auch Electrum Wire. Einfach. Auch abgearbeitet. Halt, und ich brauche noch 5 Stahl. Die hätte ich beinahe vergessen. Dann machen wir als erstes mal die Rods. Motor. Schön. Trotz und Motor. Danke. Jetzt da rein, da auch. Dann heißt es jetzt einen Motor. Der Rotor kommt nach oben, der Motor kommt dahin und wir brauchen noch 2 Circuits. Und genau, ich habe schon vorher gewusst, dass ich den bauen will. Also habe ich mir mal 2 hergerichtet. Ich habe einen Advanced Chemical Reactor der Klasse 2. So, und die Batterie ist sowieso gerade fast leer. Heißt, wir marschieren mal rüber. Acht. Aber wir wollen ja jetzt demnächst mal
Richtung schöner Sachen kommen. Und der Magnet ist eine schöne Sache. Jetzt zwar noch gerne eine weitere schöne Sache, aber dafür brauche ich, soweit ich noch das im Kopf habe, den HV-Assembler. Und da könnte es, ja. Material nicht reichen. So, ich muss jetzt leider zwei Batterien mitnehmen. Das heißt, wir müssen demnächst mal wieder Batterien machen. Müssen da mal auch mal langsam hingehen, dass wir die Türen automatisch öffnen lassen. Entweder über Druckplatten oder über Sensoren. Jetzt hoffe ich, dass ich die ganzen Sachen hier irgendwo in der Nähe habe. Wenn nicht, habe ich es im Lager. Also, da schmeiße ich mal schon mal die Batterie rein. Habe ich irgendwo hier noch eine Lücke? Nö. Dann hätte ich jetzt gesagt, dann stelle ich das Ding hier hin. Wenn nicht so auf. Okay. So, dann heißt es jetzt für mich, ich muss jetzt Enderperlen holen und Blaze Powder. Soweit ich weiß, eine oder zwei. Ich mache gleich drei. Oder nee, ich brauche die Platten dazu, ne? Dann muss ich neun machen. Oh oh. Hoffentlich habe ich neun. Darauf habe ich nie geachtet. Ender. Ja, nicht Enderpearl. Ja, fast richtig. Chemical Reactor, da haben wir. Eye of Ender. Bin mir jetzt nämlich nicht sicher, brauche ich eine Eye of Ender? Da brauche ich ja die Platten dazu. Blablabla, das war der Magnet, den habe ich noch da. Elektromagnet. Vibrant Crystal. Vibrant Alloy Nugget. Jetzt mal, ich brauche dafür ist. Nein. Oh, oh. Ist Vibrant Alloy Dust. Da brauche ich ein Ender-Ei. Oh, alles klar. Dann brauche ich nur ein. Beziehungsweise drei. Mal drei. Hammer. Mal langsam hier auf. Im Bereich haben wir auch schon mittlerweile alles ausgehoben. Also unser Profiter der fleißige. Der buddelt wie ein Wahnsinniger. Ja, und ich komme nicht hinterher, dass die Fläche mehr mit zu befüllen. Auch nicht schlecht. Heißt, wir haben jetzt gleich noch der Pan fertig. Falsch. Ach, ist das schön. Ab und zu, dass mir mal Geräusche gefallen. 24 haben wir. So, ein Eye of Ender muss ich jetzt bestimmt durch den Maserator
Prügel, ne? Oder Pulverizer, ja. Habe ich auch doch einen Pulverizer. Und nur weil ich ihn hab. So, Eye of Ender. Ja, ich mache erstmal nur ein. Dann war das Chrom. Schauen wir die Sicherheitshalber in meinem Mixer an. Das sind 3. Das sind 2. Bewusst. Und ich brauche noch Energetic Alloy Dust. Habe ich das schon? Du und du und ich brauche jetzt Energetic Alloy Dust. Das habe ich ja noch gar nicht auf der Rechnung gehabt. Das ist Conductive Iron Dust, Gold Powder und Black Steel Dust. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das sind ja nur Sachen, die ich bis jetzt noch nicht gemacht habe. Mixer. Black Bronze Dust, Nickel Dust, Steel Dust. Und Black Bronze Dust. Ich komme mir gerade vor, ne? Elektrum und Kupfer. Ist egal, auch wenn es mir eigentlich einen Strom kostet. So, jetzt ist die ja okay, wobei hier brauche ich nicht irgendwelche Programme umschreiben. Brauche ich sowieso nicht. Da habe ich ein einziges sogar schon drin. So, du kommst mal raus. Du gehst rein. Du gehst rein. Dahin, danke. Oder? Okay, also Black Bronze haben wir. So, jetzt brauchen wir Gold. Conductive Iron und Black Steel. Black Steel war Black Bronze, Nickel und Steel. Wobei ich 3 Stahl brauche und ein Nickel. Ah, nein, das war scheiße. Das war ganz große Scheiße. Das war absolut nicht mitgedacht. Verdammt. Das. Nickel, Stahl und Bronze. Hallo. Passt doch. Ah, okay. Entschuldigung. Wieder die 1. So, wieder packe ich schon mal dahin. Ah, das mixen muss. Ja, darum weiß ich jetzt langsam, warum, dass die da in Mixer der zweiten Klasse benutzen. Dauert ja ewig. So, aber ich mache jetzt gleich was anderes. Ich mache gerade was ganz Vernünftiges. Ich pack das Goldkabel weg.
muss nicht unbedingt umsonst Sachen rausschmeißen. So, Black Steel. So, das heißt, jetzt haben wir den da. Also, wir haben jetzt Black Steel, wir haben Gold. Jetzt brauchen wir noch Conductive Iron. Conductive Iron. Haben wir schon. Zufrieden sein. Und das war, glaube ich, Gold, was ich jetzt gesagt habe. Ne? Ich bin ja froh, dass ich immer den Dust gleich umarbeite, aber ist egal. Also den, also wenn ich den bisschen Strom, ne, den ich dafür brauche, nicht hergeben kann, habe ich sowieso nicht verdient, dass ich das gleich mache. Du musst rein, du musst rein, du musst rein und wirst verarbeitet. Sehr schön. Und wir haben Energetic Alloy Dust. Du rein, du rein, du rein. Und ich habe Vibrant Alloy Dust. Na, herzlichen Glückwunsch. Wir sind einen gewaltigen Schritt näher an dem Magneten dran. Und das muss ich jetzt in den Assembler packen. Mit einem Emerald. Und 8 von dir. Das heißt, ich muss... Hydro und den Elfer. So. Ich da 32 stehen habe. Ha, ich habe 34 dort stehen. Das ist für mich. Die kommen jetzt erstmal raus. Kommst da rein. Auch mal einmal Hydro. Machen hier einen Circuit-Tausch. Das Falsche? Brenda Lloyd Dust, ein Elfer und Hydrogen Dust. Hydrogen? Oder ist der Strom alle gewesen? Oder die Kiste war voll. Aber wir haben eine Quest fertig. Das, was wir wollten. Bin gerade verwirrt. Der ist noch an. Welchen falsch? Mal gucken. Das Lustige ist, wenn ich das Vibrant Alloy Ingot anklicke und sage, wie produziere ich dich? Habe ich hier absolut keine Maschine. Wenn ich dich anklicke, habe ich hier ein Blast Furnace stehen? Steht auch keine Sau. Oh fuck, ich hab's gerade gesehen. Warum es nicht geht.
Da unten steht 3000 Kelvin. Da oben steht 1901 Kelvin. Das heißt, die Heat-Kapazität von dem EBF ist zu schmal dafür. Das heißt, ich muss das Ding auch auf HV trimmen. Auch weit weg. Denn das heißt, wir bräuchten die Kanthal-Coil. Dafür bräuchte ich Kanthal-Wire. Muss ich gerade mal gucken, ob das in sehr weiter Ferne ist. Vielleicht sogar in Entfernung. So, ich brauche dafür Chrom, ich brauche Aluminiumdust und ich brauche Eisendust. Weiß noch gerade nicht, ob ich das machen soll, was ich gerade mache. Auch. Ich glaube, ich muss ja alle Coils von dem Zeug machen. Und ich glaube, Chrom kriegt man am besten nicht. Ja, wobei, aber ich muss es ja hier auf der Erde machen. Weil kann ja erst ab HV Richtung Mond fliegen. Also das wäre natürlich schon krank, ne? Wenn ich erst auf dem Mond fliegen müsste. Um das Erz zu bekommen. Aber ich bin hier mittlerweile alles gewohnt. Das ist auch noch das Schlimme. So, also Kanthal. Ist Chrom, Aluminium Dust und Iron Dust. So, und ich muss gucken. Ja, ich habe mir fast gedacht. Auch noch der zweite Mixer. Auch nochmal 12. Davon. Also ich mal schnell da rein. Ja. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall auch Chrom herstellen. Das heißt, ja. Hat der Magnet doch wieder in etwas weitere Ferne gerückt. Ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass das Kanthal, was ich habe, dafür reicht. Und ich glaube, ich brauche jetzt dann in Zweier. Ja, also das heißt, ich brauche dann, jetzt will ich gleich wissen, wie wir das mal rauskriegen. Ich glaube, ich kriege 3 raus. Die Frage, wie viel brauche ich für eine Coil? Base Heat Kapazität ist 2700 Kelvin. Das ist 1800. Hä? Also ich muss die dann nochmal übertakten, dass ich auf 3000 komme? Ja, muss ich. Kann mal überlegen. Vor allem, ich brauche doppelt Kanthal, 8 Stück. Das ist unschaffbar.
8 mal 2, also das heißt, ich brauch 8 Ingots für einen. Und davon brauche ich 16 oder 8. 3, 6, 7, 8. Ne, ich brauche 16. Ich brauche davon 16 Stück. Also, da reicht nicht mal ein Stack aus. Hey, und dann fällt der erstmal runter. Ja, dann will ich jetzt aber noch zu guter Laune hoffentlich Silikonplatten. Brauche nur 2 Stück. Mach auch momentan nur 2 Stück. Ich trau dem Braten nicht mehr. Oh, ich hab doch. Dafür. Das heißt, wir haben noch die Silikonplatten. Und für die Transistoren brauche ich Polyethylen, Fine Tin Wire, 8 Stück. Nochmal. 30 EU. Nicht 16 Fine Tin Wire. Nee, habe ich nicht. Aber die lasse ich jetzt produzieren. Und dann können wir beim nächsten Mal da nämlich weitermachen. Ja, dann war's das für die Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ihr könnt euch gerne entweder nochmal die Playlist anschauen oder ein ausgesuchtes Video, was euch YouTube vorschlägt. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, schreibt es mir in die Kommentare und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.